es die spannendste und die schonungsloseste Russischlernfolge aller Zeiten. Reicht es, damit ihr dabei seid? Ich brauche Zuschauer, sonst muss ich auch so Politikzeugs von Julia und Anna machen. Hallo zu Russisch Live. Natürlich überlegen wir, wie können wir den Wortschatz der Folge für euch besonders interessant zeigen. Meine Idee, wo es heute um Berufe geht, war ja, ich zeige euch, wie hier einfach ohne Reden den Beruf und wenn ihr es erraten habt, dann sage ich euch das russische Wort. Aber da waren diese Redakteure ja schon wieder dagegen, denn ich darf nur russisch Folgen machen, die mein dümmster Zuschauer versteht. Ihr wisst schon, der da hinten. Und der kapiert das nie. Ach ja, das Gehampel von mir war der Friseur, Parikmacher. Also, erzähle ich euch einfach die Berufe und dann auf Russisch, wenn die meinen. Altenpfleger, Sidelka, Augenoptiker, Okulist, Bäcker, Pekel, Bankkaufmann, Bankier, Beamter, Госслужащий, Also, das geht doch nicht. Die schlafen alle ein. Wie sollen sie da was lernen? Ich könnte euch ja wenigstens zeigen, wie die Leute in Russland ausschauen, die einen Beruf machen. Das ist zum Beispiel ein Polizist. Polizeisti. Wenn es ein Verkehrspolizist ist, dann werdet ihr öfter das Wort Gaischnik hören. Aber das solltet ihr nie zu einem Verkehrspolizisten sagen. Es ist ein bisschen wie in Deutschland, kein Autofahrer freut sich, wenn die am Straßenrand auftauchen. Oder so einer, der draußen auf dem Feld arbeitet, das ist ein Firmier. Der kommt ursprünglich aus der Schweiz und hat hier in Russland einen Ökohof. Wenn euch das interessiert, haben wir ein Video darüber. Und weil ich weiß, dass ihr gerne einfache Wörter mögt, also Zeug, das fast so klingt wie daheim. So jemand ist ein Politik. Und dieser Politik ist sogar unser Präsident. Und was für euch das Tollste ist, er heißt auf Russisch auch Putin. Na, drei russische Wörter auf einmal. Das war toll, oder? Was? Ich habe noch nicht horizontalen Berufe gemacht? Okay. Viele liegen bei der Arbeit, tun vor allem Klempner, Zahntechnik und natürlich Automechaniker, Automechanik. Der eine unter dem Abfluss und der andere unter dem Auto. Was, noch jemand? Vielleicht ein Matratzentester, Tester Matrassov. Noch viel mehr interessante Berufsbezeichnungen könnt ihr mit meinem Partner Babel lernen. Russisch lernen, wie ihr es wollt. Um die Werbung kommt ihr natürlich nicht herum. Und wenn ihr um gar nichts herumkommen wollt, sondern gleich noch mehr Folgen mit mir schauen, ihr findet sie unter dem Link und abonniert unseren Channel. Bis wieder!